Es sollte ein erster wichtiger Schritt sein, doch mit der 79-87 Niederlage gegen die Iserlohn Kangaroos haben die TKS 49ers den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt knapp verpasst. Leider, wir müssen weiter uns finden und versuchen, das im letzten Saisonspiel noch nachweisen, wie gut können wir spielen. Wir wissen, wenn wir unser Spiel durchspielen, können wir jedes Team schlagen. Es war keine leichte Saison für die Basketballer von den TKS 49ers, die nach 20 Spieltagen das Schlusslicht der Barmer Basketball-Bundesliga Pro B bilden. Doch beim letzten Heimspiel in der Hauptrunde wird noch einmal alles gegeben. Und die Fans in der Sporthalle an der Schopfheimer Allee stehen hinter ihrer Mannschaft. Egal, welchen Tabellenplatz sie belegen. Aber auch für die Kangaroos Iserlohn lief die Saison nicht optimal. Die Viertelfinalisten des letzten Jahres zählten auch diese Saison wieder zum Meisterschaftsfavoriten. Umso überraschender, dass auch sie mit 6 Siegen aus 20 Spielen jetzt um den Klassenerhalt bangen müssen. Wichtig ist das Spiel aber allemal, da die Punkte aus der Hauptrunde in die Playdowns mitgenommen werden. Am Ende war es dann ärgerlich, haben wir in spielentscheidenden Situationen die falschen Entscheidungen getroffen. Wir haben es am Ende dann wieder geschafft, irgendwie ein bisschen ranzukommen, hat dann aber leider nicht gereicht. Die TKS 49ers starten gut in die Partie, gehen nach dem ersten Viertel in Führung, werden dann aber von den Gästen überrollt. Erst im letzten Viertel schaffen es die TKS 49ers noch einmal, den Abstand zu verkürzen und um einen Punkt an die Gäste heranzukommen. Dennoch müssen sie sich aber dann mit 87-79 geschlagen geben. Bester Werfer war Mubarak Salami von den TKS 49ers mit 25 Punkten. Jedes Spiel ist ein Endspiel jetzt. Jeder Sieg für uns zählt und wir werden immer alles geben. Auf jeden Fall wird jetzt härter trainiert. Wird schwierig, aber es ist machbar. Mitte März stehen sich dann beide Teams wieder in den Playdowns gegenüber und dann werden die Basketballer von den TKS 49ers den ersten richtigen Schritt wagen.